Jetzt gilt es irgendwie zu hoffen, dass Michael nicht mehr als 2 Punkte am nächsten Rennwochenende an diesem Rennwochenende holt. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Es war sehr nass. Tsunami-Monsunregen. Wird besser. Platsch. Fertig. So eine schmutzige Wand. Schaut euch mal diesen Deck da oben an. Diese dunklen Stellen. Zu unserer Linken. Die ist schön weiß. Ein Auto mit N Fuego Unterboden vor uns. Man kann hier in Suzuka auf jeden Fall, man kann hier aufs Podium fahren. Das haben wir schon mal gezeigt. Dafür müssen aber die ganzen guten Autos ausscheiden. Und selbst darf kein Fehler passieren. Und dieses Rennwochenende ist nochmal wichtig für, das Auto bleibt ganz technischer Natur. Dann haben wir zum zweiten Mal, dass uns im Rennen kein technischer Defekt widerfahren ist. Zum zweiten Mal nach der Saison mit dem Prost Acer. Hatten wir das nur im Qualifying. Und im Rennen nie. Nie, 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 nie. Ein Affensitzfahrer. Die Rotnasenspitze wird auch gleich vorbeikommen. Ja, vor 130 eher noch. Nicht anstupsen, ja? Vielen Dank. Biegt ab. Es war doch noch irgendwie hinter uns geblieben. Nein, hier kommt eine Kurve. Boah, dieser Unterboden der Arme. Jetzt will das außen probieren. Und vom Arrows wieder überholt. Keine Berührung.
Herr Häkkinen. Sekunde schneller, wir liegen aber auch gerade nur auf der 8. Zu schnell. Sind nach vorne gekommen. Sind wir schneller? Und weiterhin auf der 7. Und unser lieber Ferrari. Training, das Qualifying und das Rennen ohne technischen Defekt durchhält. Wäre es aber zum ersten Mal, dass wir wirklich überhaupt gar keinen hatten in der Saison. Das wäre schon schön. Platz 5 mit 1,5 Sekunden schneller. Hm, 5,9. Nochmal fast 4 Zehntel schneller, Platz 4.
Ich glaube, das wird in der 6er irgendwas in der Zwischenzeit. Nee, 5000stel schneller. Na, reicht das für einen Vorsprung im Ziel? Sieht so aus. Platz 5. Schön den Anstieg mitgenommen. Jetzt müssen wir aber reinkommen. Oh, halbe Sekunde. Platz 9. Der Unterboden wird am Ende des Rennens auch rot sein. Kommt der denn her? Wir hatten eine 35.308, oder? Ich wollte mir die gerade notieren, aber jetzt ist die Zeit ja weg. Ich glaube, das war eine 308. Dann sehen wir uns wieder im letzten Qualifying der Saison und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.